Das Studio ist abgeriegelt. Ich habe eine Fußfessel unterm Tisch drangelegt gekriegt, damit ich jetzt nicht direkt wegrenne mit einer ganz besonderen Sache, die die Maxi Gref mitgebracht hat, die im Studio ist. Ich würde gerne sagen, du bist der Grund, warum ich nicht das Studio verlassen darf, aber die Konsole ist es, die du mitgebracht hast. Ja, tatsächlich. Sie ist zum ersten Mal so physisch. Können wir sie zeigen und mitnehmen? Und dann sind wir natürlich gleich zu euch gekommen, damit wir sie zeigen. Das ist natürlich fantastisch. Das ist jetzt ein Prototyp. Ja. Wir können sie also nicht anschalten. Nee. Würde ich natürlich gerne tun. Aber wir können über alles sprechen, was man, sage ich mal, so anfassen kann, zumindest von außen. Natürlich. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Ja. Was ja ganz oft auffällt, ist, viele Leute sagen, die ist ja so riesengroß. Mhm. Was man hier jetzt sieht, ist sie eigentlich nicht. Gerade so im Vergleich mit den anderen Konsolen. Wir haben da nachher noch so ein bisschen was vorbereitet. Die Konsole ist jetzt 30 mal 15 mal 15 groß. Sprich, man kann sie eigentlich ganz gut neben den Fernseher stellen. Ja, oder hinlegen, also je nachdem, wie es dir gefällt. Die hat auch vier Noppeln, ich sage immer Noppen an der Seite dran, die man ja dafür dann auch benutzt. Also sie ist darauf ausgelegt. Genau, wichtig ist halt, dass man die Löcher durch die Lüftung halt nicht komplett verdeckt. Also ich glaube, so auf den Kopf stellen würde ich sie jetzt nicht, aber hinstellen und vertikal, sodass die Lüfter nach oben, der Fan Freilauf hat. Ja. Aber damit sprichst du ja auch schon was an. Die Xbox Series X hat ja eine ganz besondere Architektur. Das ist ja letztendlich, dass sie so aussieht, wie sie aussieht, ist ja kein Zufall. Also da hat nicht jemand gewürfelt und gesagt, so, wir bauen sie jetzt einfach mal so. Sondern es gibt ja einen Grund. Und die Lüftung ist ja ein ganz besonderer Teil davon. Ja, ich finde so, was die Konsole so ein bisschen ausmacht, das sind für mich so, ich beschreibe das immer mit so drei Herzen, so, die da drin schlagen und die das so zur Next-Gen-Konsole machen. Mhm. Und das erste Herz ist halt so, beschreibt so ein bisschen die Leistung und die Power der Konsole. Und da ist natürlich die 1TB-SSD im Mittelpunkt, die viel, viel schnelleren Input-Output-Durchsatz hat, wie jetzt zum Beispiel die Xbox One, also 40 mal schneller sozusagen. Und dann kommt halt die nächste Komponente mit der Direct Storage API, die so ein ganz neues System mit sich bringt, was den I/O-Durchsatz betrifft. Das ist im Endeffekt das, wo der Entwickler mehr Kontrolle hat auf die Daten, wie er sie einspielt. Also wenn wir jetzt sagen wir mal, so in modernen Games ist es super üblich, dass es so ein Asset-Streaming gibt, die Spiele laden, während man so da durchläuft. Und, und jetzt kann halt durch dieses neue System, ist halt mehr CPU frei. Du kannst dich jetzt entscheiden, okay, jetzt was machst du mit dieser Leistung? Machst du mehr NPCs rein? Machst du eine geilere Physikberechnung? Und das Wort Effizienz zieht sich halt so komplett durch diese Architektur. Du hast noch Oder machst du einfach die Spielwelt noch 10-mal größer, als sie sowieso ja, schon ist. Ja, oder halt, also wie gesagt, du hast nochmal so Hardware-Komprimierung, wo du wirklich dich entscheidest, du kannst das alles nochmal kompakter, du hast Sample-Feedback-Streaming, wo du auch nochmal von den Texturen, also wirklich so Details, wo du sagst, wenn du jetzt da hinten ganz weit in Assassin's Creed irgendwie Valhalla so einen Busch siehst, so, da braucht jetzt nicht so mega aufgelöst sein. Ja, das ist für dich jetzt vielleicht nicht so wichtig, aber es schaltet halt mega einen erheblichen Teil der CPU frei, der halt für besseres Gameplay besorgt. Aber jetzt sind wir ja schon mittendrin. Also die Leistung der Konsole ist ja eins der, ich würde fast sagen, meistdiskutiertesten Spezifikationen, worauf ja sehr viel Wert gelegt wurde. Und ihr kommuniziert ja eine Zahl ganz offen und die wurde auch jetzt mittlerweile ja schon auch oft erklärt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass viele die gar nicht einzuordnen wissen und das ist 12 Teraflops. Das ist ja mittlerweile so ein geflügeltes Wort, 12 Teraflops oder Teraflops generell. Was bedeutet das denn letztendlich für die Zuschauer, für die Community, die sich diese Konsole letztendlich ins Wohnzimmer holen? Ich finde halt bei den 12 Teraflops, das ist ja wirklich die doppelte Leistung, das teilt sich so auf. Deswegen rede ich immer gerne über diese unterschiedlichen Komponenten, was die Architektur betrifft, weil am Ende des Tages hast du, Teraflops ist halt diese mathematische Berechnung, du hast eine viel stärkere SSD, die halt dir diese Freiheiten erlaubt und das ist halt einmal die Power. So, dann kommt aber noch die Grafikkomponente dazu und das ist halt dann die RDNA2-Architektur mit AMD, die dann sowas ermöglicht wie hardwarebeschleunigtes DirectX Raytracing, was man so kennt von diesem Nvidia Minecraft-Video, viel bessere Grafik in dem Sinne, dass Belichtung aussieht, Schatten sehen geiler aus, Reflexion sieht geiler aus, Akustik ist besser. Diese Architektur schaltet praktisch diese Next-Gen-Grafik-Features frei. Oder zum Beispiel auch sowas wie Variable Ray Shading, wo du sagst, okay, da werden Shader-Berechnungen passieren, wo in einem Mittelpunkt, wo es Sinn ergibt und dann wieder darum, wo nicht. Und dadurch kannst du zum Beispiel bessere Grafikauflösungen dir oder ermöglicht es halt mehr GPU-Leistung. Und am Ende des Tages kommen da halt so die
Komponenten her. Deswegen Teraflops ist immer schwierig. Relativ einzuschätzen. Es ist relativ, deswegen für mich sind es diese drei Herzen, wie du, ne, die Leistung. Mhm. Und ich meine, diese Schnelligkeit der SSD ist ja auch, ich sehe dich ja immer Destiny spielen auf Xbox. Was? Ja. Das ist ein Gerücht. Ja. Aber Ladezeiten, so ein wichtiger Punkt. Also ich kenne das noch von der Xbox One X zur S, wenn ich in Destiny auf die Planeten sozusagen geflogen bin. Gewartet habe, um auf die Planeten. Ja, da kannst du ja essen zwischendurch, snacken. Und mittlerweile, es gibt einen Tech-Guide von uns, das kann man sich angucken. Da gibt es ein Beispiel mit State of Decay, wie lange die Ladezeit von der Gen 8 zu Gen 9 braucht. Und es sind ungefähr 25 Sekunden Unterschied, bis du im Spiel drin bist. Aber auch coole Features, wie jetzt nennt sich Quick Resume, da kannst du 6 Spiele gleichzeitig aufhaben. Wechselst einfach hin und her, wenn du sagst, du GTA, Destiny, möchtest vielleicht Halo, Forza. Sprich für die Kurzentschlossenen, die nicht wirklich sagen, okay, jetzt möchte ich 4 Stunden in ein Spiel, sondern ich möchte es aufteilen in bis zu 6 Spiele, wie du sagst, kann ich rein und raus switchen, ohne groß warten zu müssen, bis dann mal das Spiel wieder geladen ist. Ja, oder innerhalb von großen Welten überhaupt reisen. Also das kann ja auch richtig lang. Also ich kann mich an Skyrim erinnern, wie lang das teilweise immer dauert. Und diese komplette SSD-Architektur und eben auch mit diesem Direct Storage API ermöglicht halt genau diese Schnelligkeit, dieses Gefühl, dass du viel schneller im Spiel bist, viel mehr Details hast, teilweise auch Features, wo du sagen kannst, die NPCs sind intelligenter, sodass du das Gefühl hast, du bist halt, erlebst alles einfach besser. Und das macht halt Next Gen aus. Jetzt hast du ja eine Sache angesprochen, alles viel größer, alles viel detailreicher. Und wir sprechen ja bei der Xbox Series X von der Konsole, das sagt ihr ja auch so, 8K-ready. Ja. Also das wird irgendwann mal Zukunftsmusik sein. Habt ihr aktuell das Gefühl, dass die Leute überhaupt schon was mit 8K anfangen können in einem Land, wo wir, ich sag mal so, nicht unbedingt einen Absatzmarkt haben für 4K-Blu-Rays? Mhm. Ist da eventuell, 8K nicht schon ein bisschen verfrüht? Ich finde, wichtig ist auf jeden Fall, dass es ready ist. Ich kann mich ja noch erinnern, wie das mit der X war und 4K. Da war ja auch noch die Fernseher super teuer, als das angefangen hat. Und am Ende des Tages wird das sicherlich auch preisgünstigere Modelle irgendwann geben. Und wir reden ja von einer Next-Gen-Konsole, die ja mehrere Jahre lang auf dem Markt sein wird. Also wenn die nicht 8K-ready ist, dann müssten wir ja dann irgendwie dann demnächst wieder noch irgendwie eine rausbringen, so nach dem Motto. Deswegen ist das schon der richtige Weg. Ja, und was ja auch für viele viel, viel wichtiger ist, ist ja nicht unbedingt die Auflösung per se, sondern die Framerate. Ja, absolut. Und da habt ihr ja auch mit Xbox Series X Ready eine Möglichkeit gefunden, auch vor allen Dingen abwärtskompatible Spiele noch ein bisschen aufzuhübschen. Was ich ja persönlich jetzt mal ganz unabhängig auch wirklich eine grandiose Sache finde, weil das ja bedeutet, Spiele, die ich schon ausführlichst, ich sag jetzt mal, tot gespielt habe, kann ich mir noch mal in einem besonderen Licht angucken. Genau, und vor allem auch HDR ready und dementsprechend, also alles, wo auch optimiert drauf steht, bei anderen Spielen das schon mal sowieso. Aber die Entwickler haben keinen Deut Arbeit. Also die musst du es nur anschließen oder reinwerfen oder anmachen in dem Sinne. Und dann kannst du loslegen und siehst das halt mit viel schönerer Bildrate und verrückt. Und True 4K. Dann lass uns HDR. Doch mal an das gute Stück rangehen, weil eine Sache, die man kann natürlich über die Performance reden, das ist alles Theorie und das klingt alles schön, aber lass uns die Konsole doch mal ein bisschen anpacken und gerade schauen, was wir hier für Anschlüsse haben, weil das ist ja für viele dann doch entscheidend, gerade können sie ihre externen Festplatten anschließen, haben wir hier genug Steckplätze für SSDs und generell für externe Festplatten, wo kommt das HDMI-Kabel rein? Wird es eine Brick geben und so weiter und so weiter. Und da haben wir das gute Stück jetzt hier stehen. Und ich würde sagen, du erklärst uns einfach mal, welche Anschlüsse wir wo sehen. Genau, wir haben also USB haben wir einmal vorne und zwei hinten. Es gibt einen HDMI-Eingang. Das Netzteil ist auch wieder innen verbaut. Das heißt, du kannst halt praktisch das Netzteil auch von der Xbox One X dort anschließen, dieses typische. Also keine Brick. Ja, das ist ja tatsächlich eine Geschichte, wo viele sich ja auch sehr gefreut haben, dass es bei der Series X dann wirklich auch keine Brick mehr gab, obwohl sie ja dann tatsächlich noch leistungsfähiger war als alles vorher.
Genau, und da spielt ja dann, da können wir dann gleich drüber reden, nochmal die Kühlung eine wichtige Rolle natürlich, ne, damit das auch alles funktioniert. Zusätzlich gibt es außen noch einen externen SSD-Speicher, wo wir mit Seagate eine 1 TB SSD Partnerschaft eben anbieten. Die ist direkt mit dem Motherboard verbunden, das heißt, diese komplette Architektur, die ganzen Features von NextGen bekommst du da tatsächlich auch, wenn du die direkt anschließt. Jetzt sind natürlich nicht alle unbedingt so tief im Thema drin wie wir, aber warum brauchen wir denn bei dieser Konsole und bei, ich sag jetzt mal besonders bei einer Next-Gen-Konsole, eine SSD und nicht mehr die normale, ich sag mal, externe Festplatte, die wir zu Hause rumstehen haben? Warum reicht das nicht mehr unbedingt aus? Du brauchst schon eine dedizierte SSD, damit halt der Arbeitsspeicher und die unterschiedlichen Features halt einfach funktionieren. Also wenn du jetzt irgendwie, du kannst dich schon über 3.1 USB auch deine anderen Games anschließen oder abwärtskompatible Games, aber da werden zum Beispiel jetzt nicht sowas wie eben dieses Direct Storage API damit funktionieren. Sodass, ne, da entgeht dir halt etwas. Deswegen sind diese SSD super wichtig und auch eine gute Nachricht, dass das halt möglich ist. Frage ist, das habe ich auch viel gelesen in der Community, 1 TB geht nicht mehr. Man kann ja theoretisch 4 TB SSD auch anschließen. Das ist auch alles eine Preisfrage. Ja. Und da alles ist möglich. Da warten wir halt nur auf Partner, die auch Lust haben, das umzusetzen. Und dann, ja. Also da ist sozusagen noch Luft nach oben und wir begrenzen das nicht bei, oder ihr, wir. Ja. Es wird nicht begrenzt bei 1 TB und das ist Ende. Die Spiele werden ja auch nicht unbedingt kleiner Next Gen, habe ich das Gefühl. Sie wirken aktuell allein schon, wenn ich mir Call of Duty angucke, das spiele ich ja auch immer sehr gerne. Das hat immer sehr große Updates und ist wichtig. Sehr große. Sehr, sehr große. Aber macht halt auch Spaß, das soll ich sagen. Und dementsprechend natürlich wollen wir das anbieten, was möglich ist. Ja. Cool. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu dem einen Punkt. Zum Glück haben wir hier so einen riesengroßen Tisch, weil viele ja immer meinen, ja, die ist so riesengroß und ich würde das gerne mal ins Verhältnis setzen. Gerne. Und wir haben da was vorbereitet und ich würde sagen, wir packen erstmal den kleinsten Vergleich aus. Okay. Und das ist für viele ja die gute Nintendo Switch. Ihr seht sie hier, der Klassiker. Und wir stellen sie jetzt einfach mal kommentarlos daneben. Ich glaube, ja, jeder weiß, die ist natürlich die kleinste. Ja. Packt aber auch im direkten Vergleich natürlich den geringsten Wumms. Dann wird es natürlich interessant mit der aktuellen, ach Gott, haben wir gleich das richtige Gewicht, mit der aktuellen Xbox One X. Und wenn man sie so hinstellt, sieht man das schon so ein bisschen. Das ist nämlich der interessante Faktor. In den meisten Vergleichen sieht man sie ja immer so. Und da ist sie natürlich super dünn im Vergleich zu Series X. Aber so, wie so immer ist die Perspektive letztendlich der Clou dabei. Also ich finde, bei 30:15:15 verliert die neue Konsole nicht wirklich. Ja, vor allem, das ist ja eine komplett neue, wie du ja auch schon vorhin gesagt hattest, Architektur. Und jetzt hatten wir vorhin über die Systeme geredet. Genau. Aber auch gerade die Kühlung ist halt einfach, also es kann alles noch so schön sein, wenn die Kühlung nicht stimmt, dann stirbt er das halt weg. Ja, dann es muss kontinuierlich. Gab es ja schon mal das Problem. Gab es schon mal. Ja, man lernt aus. Ja, ohne Witz, man lernt ja daraus. Und du wirst halt gerade bei dieser Architektur des Motherboards ist gesplittet. Das ist wie so ein Sandwich auf so einem Kühlkörper liegt das drauf. Mhm. Oben ist halt wie gesagt dieser Fan, dieser Ventilator, der von unten die Luft ranzieht. Und dementsprechend gibt es noch so ein Vapor Chamber innerhalb der Konsole, der da direkt parallel andockt und einfach die Luft wirklich parallel in jede Ritze durchlaufen lässt kontinuierlich und dementsprechend sieht sie auch so aus, wie sie aussieht. Aber wenn du von, ich sag jetzt mal, Ventilator sprichst, dann kommt mir immer gleich eins in den Sinn und das ist tatsächlich, sage ich mal, die Lautstärke auch einer anderen Konsole, die wir jetzt auch einfach mal so daneben stellen und dann wird sie auch langsam voll, weil sie natürlich alle breit sind. Die PS4 Pro glänzt ja nicht unbedingt mit ihrer Lautstärke. Wie ist das jetzt bei der Series X? Ich habe noch nie sie leider live gehört und gesehen, deswegen will ich gar nichts versprechen, weil man muss einfach, man muss ehrlich sein. Ja, ja. Ne? Ich werde jetzt nicht hier sitzen und lügen und sagen, die ist super leise. Ich kenne die Specs und die Architekturen, das klingt sehr vielversprechend. Am Ende des Tages muss das aber getestet werden und das werdet ihr sicherlich auch, wenn sie auf den Markt kommt. Sie muss mal länger laufen, damit wir alle wissen, die Produktion hat so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. es ist einfach so. Ja? Man davor habt, was zu versprechen, wäre einfach falsch. Das ist ein gutes Schlusswort.
Maxi. Und ich würde sagen, passt jetzt hier mal auf die ganzen anderen Konsolen auf. Nimm alles mit. Alles ich kümmere mich jetzt hier um die Series X noch ein bisschen genauer. Und das war's schon mit dem Roundup zur Xbox Series X mit Maxi Gref. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, hat mich sehr gefreut und ich bin mega gespannt, was da die nächsten Wochen noch auf uns zukommt. Ich vermute fast, dass ich ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk im November kriege, wenn es um das Release-Datum geht. Möchtest du dazu noch was sagen vielleicht? Ja, es gibt halt drei Optionen. Ne? Entweder zum Geburtstag, vorm Geburtstag, nach dem Geburtstag. Tja, das ist, glaube ich, auch die einzige Antwort, die ich heute kriege. Entsprechend vielen Dank, dass du da warst. Zurück zu euch.